Weltklasse mit 35. Bei den Europameisterschaften in Berlin wird Oksana Chusovitina die älteste Teilnehmerin sein. Die Kunstturnerin aus Usbekistan startet mittlerweile für Deutschland, aus Dankbarkeit nach einer bewegenden Hilfsaktion für ihren an Leukämie erkrankten Sohn. Es ist ein ewiger Traum des Menschen. Der vom Fliegen. Und wer einmal selbst geflogen ist, der will nicht davon lassen. Will sich durch nichts stoppen lassen. Schon gar nicht vom Alter. Ja, weil ich mag diesen Sport. Und ich kann nicht leben ohne Turnen. Oksana Chusovitina ist 35 Jahre alt und Weltklasse-Turnerin. Man muss sich in der Halle umsehen, um zu verstehen, was das bedeutet. Chusovitina ist eine Frau unter Mädchen. Die Mädchen sind das usbekische Nationalteam. Chusovitina ist seit über einem Jahr ihre Trainerin. Die einzige Nationaltrainerin der Welt, die besser ist als ihre Athletinnen. Und das, obwohl sie schon turnte, als die noch gar nicht geboren waren. 1991. Weltmeisterschaften in Indianapolis. Eine unbekannte Turnerin der UdSSR stellt sich vor. Oksana Chusovitina aus Taschkent. 16 Jahre alt. Und auch sie zeigt einen guten ersten Versuch. Chusovitina sorgt dafür, dass sich die Kommentatoren ihren Namen einprägen. Zweimal Gold, einmal Silber gewinnt die 16-Jährige. Der Beginn einer ewigen Karriere, der erste Schritt auf dem Weg zur Turnlegende. Oksana ist ein großes Vorbild für uns. Sie gibt uns ihre Erfahrungen weiter. Wir sind sehr dankbar, mit ihr arbeiten zu dürfen. In der Sportschule Bergisch Gladbach hat Chusovitina ihr Team derzeit 2 Monate zum Lehrgang versammelt. Schließlich hat die Chefin selbst noch große Ziele. Heute trainiert Chusovitina mit ihrer Bundestrainerin Ulla Koch für die Europameisterschaften in Berlin. Dort will die usbekische Nationaltrainerin am Wochenende für Deutschland Medaillen holen. Eine eigenartige Konstellation. Oksana hat natürlich viel Erfahrung dadurch, dass sie fast jahrzehntelang im Geschäft ist. Davon habe ich profitiert. Und wenn wir uns jetzt natürlich über Übungsinhalte unterhalten, auch die Deutschen haben natürlich auch eine Strategie, wir machen das, wir versuchen das ein bisschen zu verändern. Und Oksana übernimmt das auch für ihr Team, aber da habe ich kein Problem mit. Weil wir trainieren auch mit den Amerikanern, mit der Nationalmannschaft zusammen, die geben uns Tipps. Und wir haben alle keine Geheimnisse. Hier hat alles begonnen. In Usbekistans Hauptstadt Taschkent ist Chusovitina aufgewachsen, als jüngstes von 4 Kindern einer einfachen Familie. Über ihren Bruder kam sie zum Turnen, doch während der nach 3 Wochen wieder aufhörte, fing Chusovitina erst so richtig an. Ja, wann ich habe angefangen, ich habe 8 Jahre alt, aber ich habe bei Männern 1 Jahr trainieren. Dann, weil ich möchte nicht zu Mädels trainieren, ich habe immer gesagt, ich möchte mit Männern trainieren. Optisch fiel Chusovitina dort nicht groß auf, ihr Talent aber stach heraus. Schon mit 15 war sie angekommen auf der großen Bühne, bei den Goodwill Games. Die ersten internationalen Erfolge, das Resultat von Fleiß und eiserner Disziplin. Denn mit 12 hatte Chusovitina die Heimat gegen den harten Drill im Leistungszentrum der russischen Turner in Moskau eingetauscht. Ja, ein bisschen zu schwer, weil immer gleich, jeden Tag, 3-mal am Tag trainieren, dann 3-mal essen. Und manchmal, wir haben nach dem 3. Training noch Schule gehabt. Aber wir waren fast gestorben und manchmal, wir haben geschlafen. Das Ergebnis der Schinderei, eine Karriere im Zeitraffer. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona steht Chusovitina im Team der GUS, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Und holt gleich bei ihren ersten Spielen die Goldmedaille. Der Traum eines jeden Sportlers, erfüllt mit gerade mal 17 Jahren. Nach meinen ersten Olympischen Spielen, ich habe gedacht, ich höre auf. Ich habe 1 Jahr so
vielleicht dreimal am Woche zum Halle angekommen. Ich habe noch überlegt, mache oder ich mache nicht. Dann ich habe so, ich denke, genug Pause gemacht. Dann mein Körper hat gefühlt, ja, Oksana, ich möchte. Dann ich habe wieder angefangen und bis heute. Nach ihrem Olympiasieg ist Chusovitina berühmt. Gefragt bei Turnshows weltweit. Dort zeigt sie ungeahnte Talente. In ihrer Heimat, dem neuen Staat Usbekistan, ist sie eine Volksheldin. Im Jahr 2001 ziert sie in Usbekistan gar eine Briefmarke. Chusovitina führt ein komfortables Leben mit ihrem Sport, doch plötzlich ist alles vorbei. 1999 wird ihr Sohn Alisha geboren. 3 Jahre später die niederschmetternde Diagnose. Alisha hat Leukämie. Für mich war es ein riesiger Schock. Ich habe solch eine Leere um mich herum gespürt. Ich war fassungslos und konnte nicht glauben, was man mir mitgeteilt hatte. Chusovitina, die sich alles immer selbst erarbeitet hatte, braucht plötzlich Hilfe. Sie und ihr Mann, Bahodir Kurpanov, ein ehemaliger Ringer, können sich die Behandlung in Usbekistan oder in Moskau nicht leisten. 120.000 Euro soll die Chemotherapie kosten. Die Rettung kommt aus Köln. Hier turnt Chusovitina seit einigen Jahren in der Bundesliga. Ihre deutschen Freunde stellen Kontakte zur Uniklinik her und sammeln weltweit Spenden für den kleinen Alisha. Chusovitinas Popularität in der Turnfamilie macht das Unmögliche möglich. Das Geld für Alishas Therapie kommt zusammen. Das Turnen rettet Alishas Leben und wird für Chusovitina wichtiger denn je. Oksanas Trainerin hat sie ermutigt, weiter zu turnen. Und ich sehe, dass ihr das Turnen hilft, dass es gut für sie ist. Natürlich unterstütze ich, dass sie weitermacht. Oksana bedankt sich für die Hilfe dort, wo sie sich am wohlsten fühlt. In der Halle. Sie turnt. Ab 2006 für Deutschland. Sie holt ihre 10. WM-Medaille für die inzwischen 4. Nation. Sie gewinnt als erste Deutsche seit 85 einen Europameistertitel und 2008 fliegt sie in Peking zu Olympiasilber. Mit 33. Mit einem Sprung, den sie vorher und auch danach nie wieder riskierte. Einen Tsukahara mit Doppelschraube. Und sie steht, Oksana Chusovitina. Wunderbare Leistung. 16 Jahre nach dem Gold von Barcelona holt Chusovitina wieder eine Olympiamedaille. Eine Medaille für Alisha und für alle, die ihm geholfen haben. Ohne Sport, ich denke, ich schaffe nicht etwas machen für meinen Sohn. Denn ich habe schon 100 Mal und ich sage noch 100 Mal vielen Dank für ganze Menschen, wer hat geholfen, Alisha. Alisha ist inzwischen 11 Jahre alt und gesund. Die Chusovitinas sind in Deutschland heimisch geworden. Durch ihren Job als usbekische Trainerin pendeln sie zwischen der Wohnung in Köln und Taschkent hin und her. Ihr Mann Bachodir arbeitet als Manager für das Turn-Nationalteam. Nur Alisha hat inzwischen das Turnen aufgegeben. Er will Fußballprofi werden. Bei diesen Genen ein realistisches Ziel. Ein Achillessehnenriss und 2 Schulter-OPs haben Chusovitina seit Peking geplagt. Finanziell ist sie vom Turnen unabhängig, trotzdem macht sie weiter. Ich komme immer zum Training mit guter Laune und wann ich möchte nicht, ich komme nicht. Wann ich komme zum Training, dann ich möchte diese machen. Die Hoffnung, dass Chusovitina die Lust verliert, hat die Konkurrenz aufgegeben. Im Internet wird gefrotzelt, dass Chusovitina auch bei Olympia 2064 noch am Start sein wird, als 89-Jährige. Ja, bis Olympische Spiele. Ich mache. Ja, 2012, fest eingeplant. 6. Olympische Spiele, glaube ich, ne? Ja, ich habe nicht gesagt 2012, vielleicht 2016. Da wird diese blaue Matte. Und noch stehen. Aus dem.